Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Fahrt im Train Simulator 2021 auf meinem Kanal Train Teacher. Und wir stehen hier gerade im Bahnhof Köln Süd und werden heute mit diesen beiden Schmuckstücken tatsächlich fahren. Den CZ845 der Arriva, umgebaute 628er, also ehemalige 628er. Und wie die hier im Train Simulator sind, welche Voraussetzungen man für die braucht und wie die hier in Train Simulator gekommen sind, das erzähle ich euch gleich. Ich würde einfach mal sagen, wir gehen direkt in unseren Führerstand hier rein. So, setzen uns hin und sehen, auch dieser wurde tatsächlich der Realität entsprechend umgebaut. Und ich würde sagen, wir machen unseren Fahrtrichtungswender auf Vorwärts. Aktivieren mit Shift und Space, also Shift und Leertaste die SIFA, mit Shift Steuerung und Bild runter das, die PZB-Überwachung und stellen Steuerung und Bild runter die obere Zugart der PZB ein. Das haben wir gemacht. Mit I aktivieren wir noch die Instrumentenbeleuchtung. Mit H machen wir das Spitzlicht an und jetzt sehen wir hier tatsächlich, geil, die LED-Spitzlichtbeleuchtung, also die, ich glaube, die Tagesbeleuchtung am besten, und das ist hier dann die Nachtbeleuchtung, beziehungsweise weiß ich gar nicht, ob das jetzt schon das Fernlicht ist. Ich glaube aber, das sieht mir eher nach Fernlicht aus, deswegen ist das jetzt, ja doch, das ist hier die normale Beleuchtung auch für die Nacht und einfach auch für den Tag. Aber ich muss schon sagen, das sieht schon echt mega nice aus. Oh ja. Gut, und jetzt gucke ich nochmal ganz kurz hier. Genau, Destination Selector machen wir mit 0. Da seht ihr auch, man kann tatsächlich auch mit einer neuen ZZH arbeiten und hier die, ich glaube, tschechischen Ziele einstellen. Und hier haben wir noch die alten, ehemaligen Ziele. Und dann würde ich sagen, machen wir einfach jetzt hier mal Leerzug, stellen wir ein. Sieht mega nice aus, die neue ZZA. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir noch ein kleines Bildchen von unserem schönen Zug. So. Und machen uns dann auf den Weg in Richtung Köln Hauptbahnhof. So. Ja, sieht sehr schön aus. Oh ja. Super. Das heißt, wir schließen einmal die Türen. Da bedienen wir mal das Ding hier. Und genau, Türen schließen jetzt. Sehr gut, Türen sind zu. Haben wir auch eine Passview? Haben wir nicht. Das heißt, wir gucken einmal raus. Das sieht gut aus. Und hier seht ihr auch, wir sind bei einer Doppeltraktion unterwegs. Okay, die Fahrgäste hier hinten sind auf Speed. Und hier ist die Schraubenkupplung, wie die zusammengekuppelt sind. Und die 945 sind natürlich die Steuerwägen. Und ja, dann schalten wir mal ein bisschen Leistung auf. Ah. Die gute alte Handbremse, beziehungsweise Federspeicherbremse. Ich weiß gar nicht, ob die 628er das hatten. So, PZB befreit haben wir uns auch. Und genau, jetzt habt ihr es gerade schon gehört, 628er. Das ist tatsächlich die Voraussetzung von diesem schönen Upgrade-Pack hier, dass man die 628.2 von RailChurch installiert hat. Und ja, das war's dann auch eigentlich schon. Am besten noch das Linux Air Sound Update und sonst braucht man nichts weiter, außer natürlich das Können vom Installieren der Assets, die mitgeliefert werden. Aber ja, nee, ansonsten braucht man nicht mehr. Und ich muss ehrlich gestehen, die sehen im Train Simulator echt mega nice umgesetzt aus und dafür, dass es auch ein Free Upgrade Pack ist, also man muss dafür kein Geld bezahlen, finde ich das schon sehr gelungen. Hinzu kommt auch noch, dass ich sagen wollte, falls ich das am Beginn des Videos, Beginn der Fahrt nicht gesagt haben sollte, dass ich natürlich hoffe, dass es euch und euren Liebsten immer so weit gut geht in diesen schwierigen Zeiten. Und ansonsten sagen wir, oder sagt mir dieses Upgrade-Pack auf jeden Fall sehr zu. Auch von der Umsetzung des Führerstandes her, ihr seht hier, die PZB-Anzeige wurde umgebaut. Hier die Holzleiste wurde überarbeitet, also die haben hier tatsächlich das wie in echt umgesetzt. Man kann sich das runterladen aus dem Rail Simulator Forum. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Empfehle ich euch sehr. Und ja, dadurch, dass ich jetzt hier keine tschechischen Strecken hatte, beziehungsweise keine, die im Osten oder von den östlichen Ländern Deutschlands oder die östlichen Länder, die an Deutschland angrenzen, habe ich jetzt mir gedacht, dann fahren wir doch einfach hier dieses kleine, aber feine Quick Drive. Ich habe mich gerade gewundert, was das hier für eine Lind 41 Dreifachtraktion ist. Anscheinend helfen hier gerade Nah.sh Linds aus. So, machen wir mal hier links Türfreigabe vorwählen. Und bremsen ganz entspannt in den Bahnhof Köln-West ein.
Ja, ich hoffe auch, dass es mit der Lautstärke des Mikrofons heute ein bisschen besser ist, weil ich habe auch die Mikrofonlautstärke nochmal hochgestellt. Und so weiter und so fort. So, gehen die Türen auf? Jawohl, hier hinten gehen sie auf. Mann, das Ding sieht schon echt nice aus. Auch die Farben, hier die neuen Scheinwerfer vorne. Dann hier der Schneeschieber. Also finde ich sehr cool, dass die Kisten nochmal einen Abnehmer bekommen haben und es tatsächlich so schön aufglänzen. Ja. So, ich denke mal 30 Sekunden sind um. Wir können jetzt die Türen wieder schließen. Ups, das war jetzt nicht richtig. So. Gut, das sieht gut aus. Ich denke mal, die Türen sind jetzt zu. Jawohl, das sieht gut aus. Und damit machen wir uns dann auf den Weg zu unserem letzten Halt, dem Bahnhof Köln Hauptbahnhof. Genau, nicht wundern, die Fahrt heute ist ein bisschen kürzer als gewöhnlich. Die nächsten Fahrten sind dann wieder in voller Länge normal. Aber ich wollte euch gerne einfach mal kurz hier dieses Upgrade-Pack zeigen. Das hat mir auf jeden Fall sehr zugesagt. Jetzt muss ich nur mal kurz schauen. Ich glaube, da vorne kommen wir dann leicht in die Überwachung der PZB-Magneten. So, da kommt die Ankündigung für die 60. Das heißt, einmal PZB wachsam müsste jetzt kommen. Kommt aber gerade nicht, weil da kein Magnet gelegt wurde. Aber wir können dann schon mal ein bisschen gegenbremsen, weil die 60 ab hier vorne dann gelten. Genau, die 30 sind angekündigt. Und da rechts haben wir noch das Dorfteilgebäude, das hier seinen Einzug in den Train Simulator gefunden hat. Auch sehr dezent die PZB-Melder Helligkeit. Oder Relais-Helligkeit, kann man ja auch sagen. Hier wieder die Kölner Hauptbahnhof typischen Gleise, mit denen hohe Geschwindigkeiten eher nicht zu realisieren sind. Esig Köln Hauptbahnhof, fahren wir vorbei, ab hier dann 30 km/h. Und da kam dann auch schon eine Zwangse. Hätten wir das Signal bestätigen etwa müssen, oder habe ich da gerade nicht aufgepasst? Ich mal kurz gucken, jetzt habe ich... Ich weiß gar nicht, ob ich das Signalbild... Vielleicht habe ich gerade komplett verpennt. Na? So, da lässt er uns jetzt wieder raus. Jetzt müssen wir kurz das Lösen der Bremsen abwarten. Ja, das habe ich gerade verpennt wahrscheinlich. Ups. So, na dann. Ich glaube, jetzt müsste es nochmal losgehen, ne? Jawohl, das sieht gut aus. Vielleicht fahren wir nochmal mit dem schönen Kasten hier auf Hamburg-Lübeck demnächst. Aber das ist nur unter Umständen tatsächlich möglich. Mal gucken, wenn ich ein Szenario finde, dann machen wir das. So, na dann rollen wir mal entspannt ein. Ich befreie uns jetzt mal nicht, weil wir sonst eine Zwangse kriegen würden hier vorne. Okay, ich glaube, wir müssen jetzt auch nicht unbedingt so weit vorfahren. Das heißt, hier können wir die Bremsen ranziehen, die Türfreigabe rechts vorwählen. Und ja, dann würde ich sagen, haben wir damit hier unsere kleine Vorstellung dieses schönen Upgrade-Packs mal erfolgreich absolviert. Mit einer Zwangs natürlich ganz klassisch. Ich glaube, ich mache auch den nächsten Zwangsencounter in meine Videos rein. Dann seht ihr das auch immer. Und ja, dann würde ich einfach sagen, meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Mitfahren heute. Ich hoffe, dieses kleine Review hat euch gefallen, und wenn euch diese 628er, die modernisierten, zusagen, dann zögert nicht und ladet euch dieses Pack auch runter.
Das ist auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Fahrt im Train Simulator 2021 demnächst wieder. Bleibt schön gesund bis dahin. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Vielen Dank fürs Mitfahren heute und ciao.